dass man hier nicht mal als friedvoller Nachbar einfach in Ruhe seinen Abend verbringen kann. Ja, dass da Alter, über da welche Scheiße du dich schon... Hast du gar keinen Hund? Nein, ich hasse Haustiere hier, ja? Also... Hadi ist einfach nur ein Neider. Mehr ist er nicht. Leben deine Mäuse noch, Hadi? Ja, zwei noch. Von sechs? Nice. Vier. Was hast du mit den anderen zwei gemacht? Gegessen. So, ich muss jetzt hier mal meinen Garten umgraben. Das ist doch alles scheiße hier. Das ist doch alles scheiße. Ja. Jetzt werden wir bestimmt ein paar Zuschauer fragen: Was, Hadi, warum hast du denn eine Maus gegessen? Hadi, wer hat denn geschmeckt? Wie die geschmeckt haben? Die haben ein bisschen nach Hühnchen geschmeckt. Geil. Du hast mit dem Crepe gegessen, ne? Hast darin schön eingerollt. Ja, genau so habe ich das gemacht. Peter findet das witzig. Halt's mal. Wir werden übrigens in den Bahnhof, ihr werdet von einem roten Teppich da hineingeführt. Ist das nicht toll? Begeisterung! Brillant! Ach, ihr seid doch alle schwul, ey. Ja, gehen wir mal zusammen aus? Nee, möchte ich nicht mit dir. Peter, wir müssen da essen gehen. Ja, das stimmt, verdammt. Ich glaube, ich werde sogar im Anzug kommen. Und ich bringe eine Rose mit als Erkennungszeichen. Du Scheiße. Ja, die sind ein bisschen gay, oder? Ja, die sind gay. Hallo, nur weil ich den einlade zum Essen. Ich könnte mir natürlich auch ein Pizmeat-Shirt bestellen, dann gehen wir bei dem Pizmeat-Shirt essen. Oh, hammergeil. Ja, du kannst Peter aber nur flachlegen, wenn er auch die Pizmeat-Unterhose trägst. Hallo? Natürlich. Das ist das Erste, was ich haben wollte. Das ist ja Stani. So, jetzt habe ich immer meinen kleinen eigenen Whirlpool. Sag mal, Jay, was für eine Farbe an Wolle kriegt man von deinen Schafen? Weiß oder hellgraue? Ja, also. Oh, also weiß. Ich bin unfähig, auf eine normale Frage zu antworten. Weiß. Bei mir kriegst du weiße. Weil ich krieg bei mir nämlich nur hellgraue und damit kann ich keinen. Du hast ja auch hellgraue Tierchen von mir geholt. Die Rasse ist leider mittlerweile schon. Die Rasse ist mittlerweile schon ausgestorben bei mir. Bei mir gibt's noch die weiße Rasse. Bei dir krieg ich weiße? Mhm. Okay, dann muss ich mal kurz bei dir mit ihm kommen. Ah, jetzt bin ich wieder in diesem Labyrinth drin, ey. Warte, hier lang. Da lang. Ich habe in der Mitte extra immer die Felder freigelassen, damit das wie ein Rundgang ist. Oh, Christian hat Schweinchen. Ah! Da ist weiße Wolle, weg da, du scheiß Schaf! Ja, ich separiere die jetzt sowieso hier alle. Da liegt noch so ein Teil, ich will das haben, Mama! Wofür brauchst du denn jetzt weiße Wolle? Ja, weil ich rote Wolle machen will, aber ich krieg von meinen Schafen nur hellgraue Wolle und damit geht das nicht. Ey, da ist ein Zombie bei meinen Tieren, what the fuck? Warte mal, ihr Drecksviecher! Meine Fresse, ey! Nee! Aber Peter, deine Wohnung, warum willst du nicht mal deine Wohnung einrichten? Sieht voll hässlich. Ich hab schon Scheiße angefangen. Aus. Ich hab schon ein Whirlpool. Meine Güte, ein Whirlpool, ey. Ja. Hier. Ey, Johnny, kennst du das Bild von Kim Schmitz, wie der in seinem Whirlpool liegt? Das muss ich gerade an Peter denken. Oh. Ach, nee. Peter, war der jetzt zu gemein? Nee. Okay. Ich fand das auch nicht gemein. Ja. Nee, fand ich auch nicht.
Ich hätte gerne das Geld von Kim Schmitz. Ja, tja. Peter, da hast du doch gar nicht so schlechte Chancen mit deinem Rapid Share, das dir ja noch gehört. Ja, genau, stimmt, mir gehört ja Rapid Share. Ja. Und Russian Gay Porn gehört dir doch auch, Peter. Hab ich gehört, oder? Hast du gehört? Hab ich gehört. Ja, gehört mir auch. Hadi gehört Nougatschnitte.de. Gibt es so eine Seite? Adi, dir ist klar, dass du noch ein Nougatschnitten-T-Shirt designen musst, ne? Ja. Das ist echt ganz, das ist wirklich ganz wichtig. Nougatschnitten.de. Ach, gib mir nicht. Okay. Ich will ein Nougatschnitten-T-Shirt haben. Ja, du kriegst ein Nougatschnitten-T-Shirt. Ich muss aber erst überlegen, wie so eine Nougatschnitte überhaupt aussieht. Verstehst du? Ja. Ja. Als ich Jay gesagt habe, Hardy soll noch T-Shirts designen, war die erste Reaktion, ach so, alles klar, dann kommen die dann nächstes Jahr. Bin ich mal gespannt. Ja. Ist ja auch ziemlich richtig, oder nicht? Das wir werden sehen. Ich schätze, sagen. Ja, Jay, gibst mir pro Stunde 60 Euro, dann mache ich das. Sofort. Klar, wenn ich das Geld von den 60 Dingen, Euro, von den Alten, Alter, lasse ich das aber Leute für günstiger machen. Ja, das ist ja wohl noch mindestens, ja, da müssen wir mehr bezahlen. Na, und das sieht auch noch um Längen besser aus, als wenn ich von Adi gemacht Peter, wenn du Leute für günstiger machen lässt, wirst du mehr bezahlen, auf jeden Fall. Ja, du kannst ja gerne für günstiger machen. Halt dein Maul, Junge, sonst gibt's gleich Beef hier. Hadi, sollte ich mir das schon saufen? Alter, ihr schreit alle danach, mein TNT abzukriegen, ohne Scheiß. Jay, du bist der Einzige, den ich irgendwie gerade nicht trollen will. Aber die beiden anderen, wa? Ohne Scheiß. Ich meine, Peter, du hast dein Fett doch schon weggekriegt. Du kannst aber dein Maul halten. Vor allem Fett dir? Weggekriegt. Nee, das, ja. Also wenn Peter durch mein Trollen Fett wegkriegen würde, dann wäre er schon wahrscheinlich magersüchtig. Richtig, Hadi, was willst du eigentlich, außer uns auf die Eier gehen? Wie außer euch auf die Eier gehen? Was willst du denn eigentlich? Sei mal nicht so frech zu mir. Warum? Wenn ich das sag. Ach so, ja dann. Ist Bescheid, Peter. Los, ey. Lecker. Salzig im Abgang. Da brauche ich noch ein bisschen mehr Bookshelfes. Bisschen mehr Bookshelfes. Ja. Alter, sag mal nicht, dass der Berg da zu Ende ist. LOL! Ja, super. Aber geil, wenn ich aus meinem Zimmer rausgucke, wo ich mein Bett drin habe, kann ich genau auf Pornopeed gucken. Also ich bin wirklich genau in der Mitte vom O. Ja, nice. Ich habe extra meinen Whirlpool so gemacht, dass ich genau auf Pornopeed gucken kann. Aber nice. Sehr schön. Nein, Christian, doch nicht Erde. Die Wohnung da oben leckt. LOL! Nein, nein! Was hast du denn gemacht? Oh, Jay ist unten an den Klippen zerschellt. Alter! Ich bin gerade ein bisschen so im Balkon am Konstruieren. Aua! Puh, sag mal ihr bitte die Koordinaten durch. Sag nicht, du hast dich auch kein 3, Bett 70, geholt. 38. Da könnte ich ja, jetzt irgendwie ist mein Bett obstructed. Haben.
Also nochmal bitte.